Kapitel 12 Jahwe sagte zu Mose: Gebt den Israeliten Folgendes weiter. Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, ist sie 7 Tage lang unrein, so wie während ihrer monatlichen Blutung. Am 8. Tag soll der Sohn beschnitten werden. Dann soll sie noch 33 Tage zur Reinigung von ihrem Blut zu Hause bleiben. Sie darf nichts Heiliges berühren und nicht ins Heiligtum kommen, bis die Zeit ihrer Reinigung vorbei ist. Wenn sie eine Tochter zur Welt bringt, ist sie 2 Wochen lang unrein, so wie während ihrer monatlichen Blutung. Und 66 Tage soll sie zur Reinigung von ihrem Blut zu Hause bleiben. Wenn die Zeit ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter vorbei ist, soll sie ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer zum Priester an den Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung bringen. Dieser soll es Jahwe darbringen und Sühne für sie erwirken. Dann wird sie rein von ihrem Blutfluss sein. Das sind die Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen. Reichen ihre Mittel für ein Schaf aber nicht aus, soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben bringen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Der Priester soll Sühne für sie erwirken, dann wird sie rein.